Herzlich willkommen, Sven Lorenz. Ich freue mich, dich heute hier zum Interview begrüßen zu dürfen. Alles klar bei dir? Wie geht's dir so in Dresden? Auch so kalt wie bei uns in Bad Rappenau? Oh, Fabian, erstmal vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Wir haben hier irgendwie gerade 0 Grad, hat wieder geschneit letzte Nacht. Okay. Nachdem ich mich jetzt gerade gefreut hatte, dass gestern der Schnee alles weggetaut war, haben wir ihn jetzt wieder. Aber das wird uns wahrscheinlich noch eine Weile so erhalten bleiben. Ansonsten alles super hier, leicht, leicht blauer Himmel. Okay. Bei uns hat es nicht so schlimm erwischt, jetzt mit dem Schnee dieses Jahr, aber ich habe gesehen, so im Osten hat es ordentlich geschneit vor ein paar Wochen mal. Warst du da auch betroffen? Nur bedingt. Nur Also bedingt. ich glaube, in der Zeit, wo es so richtig übel geschneit hat, war ich gerade auf Dubai mit meiner Mastermind-Gruppe. Da haben Okay. wir bei 25, 28 Grad uns das ganze Schauspiel von da aus angeschaut. War ein bisschen entspannter in kurzen Hosen-T-Shirt. War ein bisschen angenehmer. Ja, da sind wir auch schon beim Thema. Da muss man ja schauen, wenn es ordentlich schneit, dass man da das richtige Auto hat und nicht stecken bleibt. Und da braucht man natürlich ordentlich Kapital und das gilt es aufzubauen. Unbedingt, unbedingt. Unbedingt. Das ist ja meine super Überleitung. Ja. Spontanität for the win. Definitiv, super. Kannst du vielleicht mal ganz kurz dich vorstellen, was du so machst? Und ja, du bist im Vermögensmanagement tätig. Und wie kamst du da rein so? Was für Kunden betreust du? Und ja, wie gehst du da vor, wie so dein Daily Business ausschaut? Okay, mache ich sehr gern. Also meinen Namen hast du ja jetzt schon angekündigt, wo ich lebe auch. Ich fange mal mit meiner beruflichen Historie an. Ich bin aktuell 46, habe also schon ein paar Berufsjahre auf dem Buckel, könnte man sagen. Habe nach einer Maschinenbaulehre ganz am Anfang, also handwerklich bin ich ein bisschen begabt, ja, nach einer Maschinenbaulehre aber festgestellt, dass das überhaupt nicht so mein Ding ist. Und habe direkt nochmal im Anschluss daran bei einer Bank angefangen zu lernen. Es war damals Dresdner Bank, passt ja auch super, ja. Dresdner Bank gehört irgendwie zusammen. Und habe in diesem Unternehmen dann über diese ganzen Schritte mit Fusion, Allianz, Aufkauf, Commerzbank etc. circa 25 Jahre in diesem Unternehmen verbracht. Okay. Die letzten 10 Jahre davon war ich als Führungskraft tätig und habe da neben dem Blick vor den Vorhang, also die Mitarbeiterführung, Mitarbeitersteuerung, Vertriebsverantwortung, Ergebnisverantwortung, natürlich auch oft den Blick hinter die Kulissen gehabt. Wie funktioniert das ganze System? Und irgendwann kam der Moment, wo ich für mich festgestellt habe, das ist etwas, das passt nicht mehr so ganz zu meinen Werten. Ja, ich mache dir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich glaube daran, dass es wichtig für jeden Menschen sein sollte, Vermögen aufzubauen. Und nicht irgendeinen Lebensstandard zu finanzieren, indem man Konsumkredite aufnimmt. Aktuell ist allerdings seit vielen Jahren das Thema Konsumentenkredite, Ratenkreditgeschäft in den Banken Prio Nummer eins. Gut, die verdienen woanders kaum noch Geld. Aber jeder, der hier zuhört, wird wahrscheinlich in den letzten Jahren immer wieder irgendwelche Briefumschläge mit irgendwelchen vorgefertigten Kreditangeboten im Briefkasten gehabt haben. Und das ist übliche Praxis. Davor geschaltet ist natürlich noch ein entsprechendes System. Und das war irgendwann nicht mehr meins. Abgesehen davon war ich die ganzen Jahre in der Bank als Spezialist tätig, bis ich die Führungsaufgabe übernommen hatte. War da verantwortlich für die richtig großen Unternehmen. Also Konzerne, Pensionskassen, Versorgungsunternehmen, Versicherungsunternehmen und habe für die Wertpapiergeschäft gemacht, habe also für die Fonds aufgelegt, habe die in Bezug auf ihren Deckungsstock beraten etc. Also das Big Business, wenn du so willst. So, und als Spezialist bist du natürlich gut ausgebildet. Eine Ausbildung kostet viel Geld, aber du bist auch gut bezahlt für den Dienst. Und das war ein weiterer Punkt in den Banken, dass Spezialisten förmlich abgeschafft worden sind, weil man nur noch Generalisten haben wollte, die sozusagen mit einem Bauchladen da draußen die Kunden zu allen Dingen beraten, aber in allen ein bisschen und zu keinem so richtig. Ja? Und das ist ein Thema, dafür stehe ich einfach nicht. Ich habe persönlich da eine andere Philosophie und bin dann Ende 2015 aus der Bank ausgestiegen und habe meine eigene Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung gegründet. Das mache ich mit einem Partner gemeinsam. Und du fragtest gerade Daily Business. Unser Tagesgeschäft ist das Geschäft mit
Kunden ab siebenstelligen Vermögenswerten, die einfach kein Interesse haben, keine Nerven haben, vielleicht auch gar keine Zeit haben, sich um eine qualifizierte Anlage ihres Vermögens zu kümmern. Das übernehmen wir. Und ja, das machen wir seit 3 Jahren sehr erfolgreich. Zu unseren Kunden gehören Spitzensportler in Deutschland, in Europa. Zu unseren Kunden gehören Unternehmer, die nach vielen Jahren erfolgreicher Unternehmertätigkeit ihre Unternehmen verkauft haben und jetzt aus dem Verkaufserlös halt ihre Erträge brauchen, damit sie, ja, nennen wir es mal, ihr tägliches Leben finanziert bekommen. Spezialärzte und was sonst noch so alles dazugehört. Also ein bunter Gemüsegarten, wenn man so will, auch von Kunden. Ist ein sehr spannendes Geschäft und macht irre viel Spaß. Wie hast du die Kunden alle kennengelernt? Historisch bedingt durch deine Bankerfahrung oder durch deinen Geschäftspartner oder hast du die so gekannt oder wie kam es dazu? Also wenn du in der Bank arbeitest und entsprechende Sphären einnimmst, dann bis hin zum Top-Management, dann bist du natürlich nicht nur verantwortlich für den vertrieblichen Erfolg des Unternehmens, sondern du baust natürlich auch ein großes Netzwerk auf. Du bist in verschiedenen Veranstaltungen, du bist in verschiedenen Unternehmen regelmäßig Gast, du pflegst Kontakte, du bist ja mit Lions Club, Rotariern etc. Du hast also eine Menge Kontakte, die du auch in der Außenwirkung fürs Unternehmen pflegst. Natürlich ist auch mein privates Umfeld entsprechend aufgestellt. Das heißt also, eine Menge Menschen, die ich über die letzten Jahre kennengelernt habe, sind am Ende auch gute Kunden geworden. Wobei ich sagen muss, ich habe aus meiner Bankzeit nicht einen einzigen Kunden mit ins neue Unternehmen genommen. Das ist für mich auch so ein Thema wert, auf Augenhöhe verabschieden und fair und ehrlich miteinander umgehen. Hört sich vernünftig an. Was für Renditen erwirtschaftest du im Durchschnitt für deine Kunden? Das ist eine spannende Frage. Das klingt ziemlich pauschal. Ja gut, Das es kommt natürlich auf die Risikobereitschaft an und alles. genau, lieber Fabian, das kann man ehrlich gesagt pauschal gar nicht beantworten, weil du hast es gerade gesagt, es steht und fällt natürlich mit dem Anspruch des Kunden daran, was der will. Ja, also wenn du jetzt einen Kunden hast, machen wir mal ein Beispiel, der extrem stark risikoorientiert ist, der sagt, er hat einen entsprechenden Zeitraum auch zur Verfügung, über den das Kapital, das Vermögen arbeiten darf, über das es sich entwickeln soll. Wir sprechen jetzt hier mal von 10 Jahren plus. Dann sind, und die letzten Jahre waren ja extrem gute Börsenjahre, durchaus zweistellige Renditen machbar. Es kommt auch immer noch darauf an, ob du von Vorsteuer- oder Nachsteuerrenditen sprichst, wie das gesamte Portfolio aufgebaut ist, ob du steuerliche Effekte einbauen kannst. Für einen Kunden, der beispielsweise sagt, ich möchte eher mein Kapital sichern, ich möchte, Wachstum ist mir gar nicht so wichtig, aber ich habe jetzt meinetwegen 7, 8 Millionen Euro aus dem Unternehmensverkauf. Das Kapital soll auch so weit bleiben und ich möchte eine bestimmte Höhe an Ertrag daraus generieren, dann kann man das so genau so strukturieren, dass das so funktioniert. Und dann sind die Renditen definitiv etwas niedriger, weil du natürlich auch Sicherungsinstrumente einbauen musst, weil du auch auf Zinspapiere abstellst, je nachdem, was da am Markt verfügbar ist. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen, wenn ich jetzt mal so über Staatsanleihen, und Ähnliches sprechen würde. Ja, das reicht schon, wenn man weiß, okay, 10% ist möglich, wenn man ein gewisses Risiko eingeht. Ich glaube, das größte Risiko gerade in dem Geschäft ist, dass es halt einfach mal 3, 4 Jahre gebunden sein kann, das Kapital. Und wenn man dann halt ran muss in den 3, 4 Jahren, dann hat man halt ein Problem, wenn man sagt, okay, ich brauche es jetzt und jetzt muss ich verkaufen. Und das ist so die schwierigste Situation, glaube ich, die man kriegen kann. Naja, das ist aber eben genau der Fehler, den viele machen, dass sie sich am Anfang ihrer persönlichen Vermögensplanung gar keine Gedanken darüber machen, wie sie eigentlich Vermögen entwickeln. Ja, also es gibt die, die sagen, ach komm, ich mache jetzt hier irgendwie einen ETF-Sparplan für die nächsten Jahre Einfach so. und hau da irgendwie meine 500 Euro im Monat rein und guck mal, was da kommt. Und dahinter steckt aber überhaupt keine Strategie oder kein System. Und plötzlich steht man vor einer Situation, Auto kaputt, ich muss ein neues kaufen, Anzahlung muss her, ich greife in den Pott und dann haben wir Murphy's Law, nämlich in dem Moment, wo ich das Geld brauche, haben wir gerade auch eine Korrektur in den Weltmärkten. So, und muss ich Vermögen entnehmen aus meinem Kapital und habe halt das Problem, dass ich wahrscheinlich mit Verlust entnehme. Das macht man so nicht. Also man geht komplett strukturiert an eine Vermögensplanung ran. Ja, finde ich gut, den Ansatz.
Jetzt habe ich dein Interview gesehen mit Dirk Kräuter, da habt ihr über die Strategie von Bodo Schäfer gesprochen, dass es in der Regel 7 Jahre dauert bei seinem Buch, bis man Millionär wird. Du sagst, man kann es in einem Jahr schaffen. Das ist übrigens etwas, was eher von dir kommt als von mir. Ein Marketing-Slogan, oder wie? Ja, es war ein sehr cooler Aufmacher für das Interview. Nichtsdestotrotz glaube ich daran, dass das möglich ist. Ja, okay. Weil ich natürlich auch mit Menschen arbeite. Ich hatte dir ja eingangs gesagt, dass ich gerade mit einer Gruppe von Unternehmern in Dubai gewesen bin. Wir haben dann mit unserer gemeinsamen Mastermind-Arbeit begonnen. Die geht 12 Monate. Und Ja. das sind halt Menschen, die sich ein siebenstelliges Vermögen als Vermögen aufbauen wollen. Und das nicht erst irgendwie in den nächsten 10, 15 Jahren, sondern die da möglichst relativ schnell erfolgreich sein wollen, wo allerdings schon unternehmerische Grundlagen existieren. Ja, also das ist nicht Okay. irgendwie von 0 auf 100. Dazu muss man wissen, Fabian, ich mache mal ein ganz simples Beispiel, auch wenn das nicht für jeden zutrifft. Guck dir mal die Menschen an, die so richtige Cracks sind und die mal irgendwie aus dem Nichts eine App hervorbringen. Und diese App ist innerhalb von Monaten so beliebt, die geht so viral, dass sie die für 7, 8, 9, 10 Millionen Euro mal eben verkaufen können. Ja, das ist ein Thema. Eine ganze Menge Software-Ingenieure entwickeln wunderbare Produkte und können die innerhalb kurzer Zeit am Markt verkaufen. Guck dir einfach mal Höhle der Löwen an, wie viele Menschen eigentlich in der Lage sind, tolle Geschäftsideen auf den Weg zu bringen. Und wenn die einen geeigneten Sponsor finden, dann sind die in der Lage, Geschäft zu skalieren. Und auch das ist möglich. Ja. Die, die glauben, und nach dem Interview übrigens, von dem du gerade sprachst, habe ich irre viele Nachrichten bekommen von diesen ganzen Glücksrittern, ja, die der Meinung waren, hey Sven, mach mich in einem Jahr zum Millionär, ich bin momentan Hartz-IV-Empfänger, ich habe gar nichts, ich will hier Vollgas und ich gebe alles dafür. Manchmal mache ich mir den Spaß und telefoniere dann mit solchen Menschen und frage die einfach mal, woher sie jetzt die Zuversicht nehmen, dass das funktionieren würde. Und dann kommt nichts, weißt du? Dann Kein kommt. Background und kein Gedanken dahinter. Die wollen es einfach haben, einfach so. Ja, also dass da echte Arbeit drin steckt, dass da auch Verzicht drin steckt, dass da mehr als 8 Stunden am Tag drin stecken und dass da auch die Bereitschaft drin stecken muss, über die eigenen Grenzen hinauszugehen. Ja. Ja, das ist für viele irgendwie dann schon wieder zu viel. Und deswegen schaffen es eigentlich immer nur so wenig. Ja, ich weiß nicht, ob ich das in dem Interview damals gesagt habe. 98% der Menschen leben nicht das Leben, was sie gern hätten. Es sind eben nur 2% der Menschen, die, Ja. wenn wir mal nur auf die finanziellen Möglichkeiten schauen, diesen Weg gegangen sind, die es geschafft haben. Und es werden wahrscheinlich immer nur 2% bleiben. Und die anderen Einfach. haben halt einfach recht zu früh aufgegeben, die es probiert haben, oder? Ich glaube, viele fangen gar nicht erst an, weil sie plötzlich feststellen, wenn sie sich ein bisschen damit beschäftigen, dass es ein extrem harter und steiniger Weg sein kann, dass es gerade am Anfang irre viel Energie kostet. Ja, und plötzlich stellt man fest, ah, da müsste ich mich ja da einschränken und da kann ich da nicht mehr. Und weißt du, nimm dir mal das Beispiel dieser ganzen möchte gern Influencer. Ja. Ja, ich sage das mal so ganz bewusst. Ja, es gibt ein paar und das sind übrigens ein paar wenige, die Weniger als wirklich Fußballprofis, oder? definitiv, Ja. definitiv, ja, die richtig gutes Geld damit verdienen. Und viele andere, die wollen so, weißt du, die möchten so diese Hobby-Model-Karriere machen, die glauben, wenn die mal so ein paar Healthy-Food-Fotos ins Netz stellen, ja, dann sind die plötzlich Ernährungsspezialist und dann fliegen denen die Werbeangebote nur so rein. Auch das ist harte Arbeit. Es gibt eine Menge Menschen, die glauben, dass Influencer persönlich irgendwie ja, keine wirklichen Werte vermitteln. Aber unter uns, ich habe den größten Respekt vor all denen, die sich da 7, 8 Stunden mit der Kamera durch den Tag bewegen und andere Menschen mitnehmen und tatsächlich denen irgendwas geben, was auch immer das sein mag. Aber das ist Arbeit. Ja. Ja, ich kenne da auch einige, die da gutes Geld mit verdienen, also richtig gutes Geld mit dem Bereich. Und das ist schon auch immer im Hinterkopf das Thema. Du kannst nicht einfach mal sagen, okay, heute mache ich mal nichts, kann man schon mal machen. Aber halt nicht einen Großteil des Tages, ne? Oder einen Großteil der Woche. Ja, Muss na schon. klar. Und jetzt, wenn du jetzt ein paar kennst, ich kenne auch ein paar, weißt du, wenn man mit denen spricht, dann ist das wahnsinnig viel Energie. Ja, du kennst wahrscheinlich auch Carl S. Ja. Carl S. ist ja so ein Crack, der ja sehr, sehr polarisiert.
Aber der Typ hat über 3 Jahre jeden Tag ein YouTube-Video gebracht. Ja, und wer weiß, wie anstrengend Videoaufnehmen ist. Ja, also ich habe für mein allererstes Video, was ich jemals produziert habe, um meinen Podcast anzukündigen vor ein paar Jahren, dafür das Video habe ich 46 Anläufe gebraucht. Ja. Bis du zufrieden warst. Bis ich persönlich zufrieden war. Keine Ahnung, ob das irgendjemanden da draußen interessiert hat. Aber ehe ich zufrieden war, hat das gedauert. Natürlich, die Routine kommt mit der Zeit, aber hab erst mal das Durchhaltevermögen, jeden Tag ein YouTube-Video zu produzieren. Jeden verdammten Tag. Qualität muss ja natürlich auch passen. Ist ganz wichtig. Jetzt habe ich ein Buch jetzt als Beispiel, das ich gerne heranziehen würde. Das kennst du bestimmt, The Millionaire Fast Lane. Schon mal gehört? Nein, das habe ich noch nicht gehört. Ich hole es mal kurz, einen Moment. Klar. Also hier haben wir es am Start. So sieht es aus. Für die Leute, die es auf YouTube jetzt anschauen. Die anderen, die es auf Podcast hören, die müssen sich jetzt das Buch vorstellen. Und zwar, er sagt, es gibt ein Business System und ein Money System. Ja. Und das Business System, das generiert halt aktiv Geld. Das Money System vermehrt's. Also du bist in seinen Augen quasi jemand, der Leute betreut, die ein erfolgreiches Business System hatten und jetzt irgendwie ein Money System brauchen und keine Ahnung davon haben oder keine Zeit dafür haben. Und wir haben uns die letzten 2, 3 Jahre darauf fokussiert, Immobilien zu kaufen, langfristig zu vermieten. Und wir haben jetzt ein richtig geiles Money-System. Also ich habe Renditen in meinem Portfolio. Die sind echt krass. Also das ist echt gut, wirklich. Aber Business-System haben wir uns gar nicht darauf fokussiert halt. So quasi aktiv Einkommen generieren. Wir hatten eine gute Basis, weil ich habe ja auch Maschinenbau studiert. Bei den ersten 2, 3 Immobilien-Deals war ich noch Vollzeit angestellt. Da bezahlst du ja nicht mit Eigenkapital, sondern mit deiner guten Bonität. Meine Geschäftspartner auch. Daher haben wir uns da gar keine Gedanken drüber gemacht. Jetzt haben wir halt einen richtig geilen Cashflow, den wir quasi nicht antasten wollen. Und das ist genau der Punkt, wo du vorher auch gesagt hast. Ich kann es nehmen, das Geld, aber ich mach's nicht, weil ich halt quasi sehe, was für Konsequenzen das Negative hat, falls ich's nehme halt. Ich möchte lieber die Finanzierung frühzeitig beenden, früher als ich muss, und quasi selber verzichten, damit ich halt langfristig mehr davon habe. Aber jetzt bin ich gerade auf der Suche nach einem richtig geilen Business-System, um quasi das System erneut anzuschucken. Okay, Das also es ist sehr spannend, aktive Gelder, genau. Ja, also es ist spannend, dass du das ansprichst, weil die Leute denken ja häufig nur in Schwarz und Weiß. Ja. Und Warren Buffett hat mal ein schönes Zitat geprägt. Er hat mal gesagt, es gibt zwei Wege, Geld zu verdienen. Entweder du arbeitest für dein Geld oder dein Geld arbeitet für dich. Das Interessante ist, dass für die meisten Menschen der zweite Punkt relativ außer Reichweite ist. Aber das, um den zweiten Punkt zu erreichen, musst du den ersten Punkt geschafft haben. Das heißt also, du musst natürlich erstmal für dein Geld arbeiten. So. Das heißt, du musst Zeit investieren. Bei dir war es zum Beispiel, du musstest geeignete Immobilien finden. Du musstest Fremdkapital aufnehmen. Du musstest dich mit Strategien auseinandersetzen. Das heißt, um diesen Cashflow zu generieren aus deinen Immobilieninvestments, musstest du vorher arbeiten. Ja? So, wie man auch immer Arbeit in diesem Kontext definieren mag. Jetzt hast du einen Cashflow und du könntest jetzt theoretisch diesen Cashflow nutzen, um andere Vermögensströme aufzubauen, meinetwegen im Aktienbereich, wo auch immer, ja, und dieses Kapital für dich weiterarbeiten lassen. Also sozusagen es aus der Substanz heraus entwickeln. Das ist, so arbeitet dann Geld für dich. Ja. So. Das Spannende ist, ich mache auf der einen Seite natürlich genau das, Geld für Menschen arbeiten lassen. Aber, und das ist zum Beispiel dieses Thema Mastermind, was ich ganz am Anfang mal ansprach, ich entwickle mittlerweile auf Basis verschiedenster unternehmerischer Erfahrungen mittlerweile mit Menschen gemeinsam Business-Systeme, die genau das machen, nämlich Kapital erwirtschaften, damit dieses Kapital dann entsprechend arbeiten kann. Das heißt also, ich würde dir zum Beispiel einen Vorschlag machen, gedanklich,
Stell dir mal eine Zahl vor, die für dich als Ertrag relevant ist. Die kenne ich schon, 14.000 netto. 14.000 netto, genau, Ja. so. Jetzt hast du deinen aktuellen Immobilienbestand und jetzt weißt natürlich erstmal nur du, ob du den ausbauen willst oder ob du den als Bestand zunächst erstmal so stehen lässt. Und du weißt ja auch, wie viel netto erwirtschaftet dieser Cashflow. Ja? So, jetzt weißt du, passt das schon, um diese 14.000 Euro zu erwirtschaften oder passt das noch nicht? Wenn es noch nicht passt, heißt das, entweder du brauchst mehr Immobilien, wenn du in diesem Segment bleiben willst, oder du baust dir jetzt parallel ein entsprechendes Vermögen auf, was Stück für Stück dazu angedacht ist, zu einem Zeitpunkt, wo du sagst, ab dann soll es so funktionieren, diesen entsprechenden monatlichen Cashflow zu generieren. Jetzt wird es ein bisschen tricky, weil natürlich auf der einen Seite musst du auch über steuerliche Auswirkungen nachdenken. Denn nehmen wir mal so die ganz normalen Erträge aus Vermietung und Verpachtung. Wenn wir es mal ganz platt sagen, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie mit einer Holdingstruktur arbeitest und dort entsprechende Gesellschaftsstrukturen baust, die steuerlich optimiert sind, dann hast du volle Einkommenssteuer auf deine Vermietungs- und Verpachtungserträge. Das hast du in anderen Einkommensarten, beispielsweise Dividenden, aktuell nicht. Ja, da hast du halt nur 25%. Und wenn du es ein bisschen clever machst, dann kannst du diese 25% sogar noch weiter Auf reduzieren. 1,5. Beispielsweise. Ja. So. Also, möglich ist natürlich alles, aber die Frage ist immer, aus welcher Quelle willst du das Kapital erwirtschaften? Ja, dein aktuelles Business heißt, wenn ich es richtig mitgenommen habe, Immobilieninvestment. Ja, so. Und wenn du jetzt ein zweites Business suchst, dann musst du halt überlegen, was kann das eigentlich sein? Ja, Ja. also keine Ahnung, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Du hast jetzt bestimmte Erfahrungen, du bist ja noch verdammt jung, ja, wie ich sehe. Jetzt hast du in deinem jungen Alter Erfahrungen gemacht, du bist Risiken eingegangen. Du könntest mit Sicherheit sehr spannende Geschichten darüber erzählen, wie man in deinem Alter, als du angefangen hast, dich mit Immobilien auseinanderzusetzen, auch mit der beruflichen Historie, Maschinenbaustudium etc., wie du dich auf den Weg gemacht hast, welche Gedanken dich getragen haben, wo deine größten Herausforderungen waren, wo deine größten Zweifel waren und, und. Also deine ganz persönliche Erfolgsgeschichte kannst du erzählen. Und wenn du die jetzt clever in ein digitales Produkt umbaust, ja, meinetwegen, du schreibst dazu einen Blog oder du machst ein E-Book draus oder schreibst ein richtiges Buch draus. Ja, Thomas Knedel zum Beispiel hat ja auch mehrere Bücher zum Thema Immobilie geschrieben. Dann kannst du daraus, ja, nennen wir es mal, einen neuen Unternehmenszweig aufbauen oder einen neuen Businesszweig aufbauen, indem du anderen Menschen dabei hilfst, den Weg zu gehen, den du gegangen bist und Fehler zu vermeiden, die du gemacht hast. Okay. Ja, es gibt da verschiedene Dinge. Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, was wir machen können. Also es gibt zum Beispiel gerade, wir sind tief in der Branche drin, man kann als Makler auftreten, Immobilien weitervermarkten, die man nicht kauft. Man kann es genau den Online-Weg gehen, wie du eben gesagt hast, oder einfach aktiv mit Immobilien handeln, einkaufen, optimieren, verkaufen an Risiko. Ärmere Investoren, zum Beispiel eine Immobilie, die eine Rendite von 10 plus Prozent hat in der Anlage, hat in der Regel gewisse Risiken bzw. irgendwelche Variablen, die jetzt so ein normaler Investor nicht lösen kann. Zum Beispiel irgendwie schlechtes Bad, Schimmel im Wohnzimmer oder der Boden ist einfach richtig versifft oder so. Und wenn man dann wir zum Beispiel als Experten da rangehen, können wir die Wohnung so herrichten, dass sie richtig geil aussieht und auch richtig geil ist. Komplett safe quasi von den ganzen Risiken, die vorher da waren, wo man nicht sich sicher war, wie löse ich denn das Problem. Und dann kann man die einfach weiterverkaufen. Das wäre zum Beispiel so die drei Möglichkeiten, die ich jetzt sehe, da aktiv ranzugehen. Ah, da gibt es bestimmt noch ein paar mehr. Also gerade was aktuell ja scheinbar so richtig großen Flow bekommt, ist so dieses Thema Airbnb. Ja. Ja, da ein Business zu machen. Ich weiß, wie gesagt, gerade in Dubai, habe mich da mit einem Immobilienmakler unterhalten, der mir sagte, dass es durchaus, auch wenn du ungefähr eine halbe Million leerstehende Häuser oder leerstehende Wohnungen in Dubai hast, dass es da zum Beispiel auch wahnsinnig attraktive Möglichkeiten gibt, für relativ günstiges Kapital
dort auch spannende Immobilien mit Renditen um die 10% zu erwerben. Du musst ja nicht immer nur deinen Standort betrachten, wo du lebst. Wenn du ein bisschen clever bist, dann guckst du auch mal über die Ländergrenzen hinaus. Ja, ich habe jetzt, ich glaube, Joachim oder Joachim Bosch heißt der, glaube ich. Den habe ich vor 2 Jahren mal auf dem Immopreneur-Kongress kennengelernt. Der macht zum Beispiel nur in Amerika. Der investiert in Amerika in irgendwelche Wohnsiedlungen. Ja? Auch das sind Dinge, worüber man nachdenken kann. Ich bin jetzt absolut kein Immobilienexperte, aber ich glaube, dass wenn man einfach nur über den Tellerrand hinausschaut, eine ganze Menge an Möglichkeiten da sind, was im Übrigen für jedes Business gilt, egal ob das jetzt ein Investorenbusiness ist oder ob das ein produktives Business ist. Im Ausland ist die größte Schwierigkeit bei Immobilieninvestments die Finanzierbarkeit. Also wenn du jetzt irgendwie ein deutschen Staatsangehöriger bist und du möchtest in Dubai was finanzieren, dann geht Dubai, kenne ich die Situation nicht, aber in den meisten Ländern kriegst du halt als Ausländer keinen Kredit. Und wenn man in Deutschland einen finanziert quasi und dann im Ausland investieren möchte, das geht mit manchen Banken, dann hast du die Transaktionsprobleme. Wenn du im Ausland einen Kredit aufnehmen willst, dann brauchst du irgendwie, musst du jemanden heiraten, der da wohnt. Da geht's leicht. Okay, kannst du auch nur einmal machen. Ja, Zumindest in unseren Rechten. heutzutage kann man es ja, machen sie ja die meisten öfters noch, ne? Ja, Aber ja. ja. wie viel Euro Vermögen brauche ich deiner Meinung nach, um diese 14.000 Netto, was ich mir vorstelle, zu erwirtschaften aus den passiven Einkommensströmen durch Investments? Also ich kann jetzt nur dafür sprechen, was bei uns stattfinden würde, also wie Okay. wir das managen. Weil, wie gesagt, es spielt natürlich auch immer die steuerliche Betrachtung eine Rolle. Und nicht jeder ist jetzt im Prinzip, gerade wenn es um Vermögensaufbau geht oder Vermögensanlage geht, da baut sich nicht jeder irgendwie eine Holdingkonstruktion, wenn er im Alter irgendwie sagt, das Geld soll jetzt meinen Lebensunterhalt finanzieren. Mal platt gesagt, bei einer Nettorendite von 14.000 würde ich jetzt mal so unterstellen, brauchst du irgendwas um die 4,5 bis 5 Millionen Euro. Okay. Ich habe zweieinhalb kalkuliert bei unseren Renditen, die wir aktuell haben. Sportlich, aber wahrscheinlich möglich. Klingt sehr sportlich. Also ich gehe mit einer Bruttorendite von 5% ran. Ja. Es gibt halt immer einen Unterschied. Und das ist immer noch die Frage, was ist das Basisinvestment? Das ist bei Immobilien aber genauso wie bei Aktien. Wenn du eine Immobilie wirklich in den Bestand nimmst und die auch langfristig hältst, dann ist dir wahrscheinlich eine auch langfristige Wertschwankung einer Immobilie egal. Ja. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel, viele Menschen reden aktuell davon, dass wir im Markt doch schon eine Übertreibung der Preise sehen an dem einen oder anderen Standort. Ja? Ich nehme jetzt mal München zum Beispiel. Die Leute bezahlen trotzdem irgendwie 500.000 Euro für eine 70 Quadratmeter Wohnung. Ja? Aber praktisch sagt man, in dem Bereich sieht man schon so langsam das Ende der Preisspirale. Jetzt gibt es aber wieder andere Standorte B oder C-Lagen, wo du viel günstiger Immobilien erwerben kannst und das sind ausbaufähige Regionen. So. Aber wenn sich irgendwann mal der Preis reguliert, dann kann es sein, dass deine Wohnung plötzlich nur noch halb so viel wert ist. Das spielt aber keine Rolle, wenn du denselben Mietertrag generierst. Ja. Das ist im Übrigen bei Aktien ähnlich. Wenn du ein Aktienportfolio aufbaust und du willst Renditen aus Dividenden erwirtschaften, ja, rein aus Dividenden. Also wenn das jetzt ein Thema ist, dann wählst du natürlich Unternehmen aus, die Rendite stark und Dividenden stark sind und das über viele, viele Jahre und die auch eine entsprechend langfristige Performance erwarten lassen. Wenn sich jetzt der Markt mal verändert und du auch weißt, dass diese Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten auch in schlechten Marktphasen die Dividenden weiterhin gezahlt haben, weil nur weil der Kurswert an der Börse anders aussieht, heißt das ja nicht, dass die Wirtschaftskraft des Unternehmens nur noch halb so groß ist. Oh, die Dividendenzahlung wird geringer dann, ne? Nee, nicht zwingend, weil die Dividende wird ja pro Aktie gezahlt. Ah, okay. Ja, also die Dividende hat ja vom Kurswert überhaupt Gar keine nichts zu Abhängigkeit. tun. Ja. Wenn man zum Beispiel mal E.ON anschaut, das ist ja so ein Beispiel, die zahlen echt viel Dividenden, aber der Kurs fällt seit Jahren um mehr als den Dividendenbetrag. Ja, das spielt aber keine Rolle. Ne?
Nehmen wir mal ein Beispiel. Man muss jetzt nicht unbedingt E.ON kaufen, wäre jetzt vielleicht auch nicht gerade meine erste Wahl, aber wenn die auf der Dividendenseite regelmäßig ihre Erträge ausschütten und Fabian, ganz ehrlich, stell dir mal eins vor, du gehst morgens aus dem Bett, ja, gehst ins Bad, was machst du? Wahrscheinlich stehst du ja auch früh auf, ja, es ist dunkel draußen, du machst Licht an. Das nächste ist wahrscheinlich irgendwie elektronische Zahnbürste an. Du gehst runter, machst den Kaffee, brauchst Strom. Du machst, keine Ahnung, was sonst noch alles, ein Toaster oder was auch immer. Also dein ganzes Leben wird von Strom geprägt. Ja? Du brauchst Energie. Das ist ein unendliches Geschäft. Wird immer gebraucht. So, jetzt muss ja mal einer hergehen. Also wenn ich jetzt gerade Missmanagement im Unternehmen betrieben wird, warum ein Unternehmen wie E.ON oder andere Konzerne in dem Bereich irgendwann mal eine Ertragseinbuße haben sollten? Ich stelle mir dann halt die Frage jetzt als Investor, wenn die Renditen quasi die Dividende zum Beispiel 8% ist und da fällt jedes Jahr der Börsenwert um 8% von der Aktie und ich halte das 10 Jahre, das Ding, und dann verkaufe ich es nach 10 Jahren, weil ich irgendwie umstrukturieren will, dann habe ich das Gleiche wie vorher, ne? Deswegen ist ja die Frage, wonach wählst du deine Aktien aus? Was sind denn die Top 3 Aktien, die du kaufen würdest, wenn du jetzt irgendwie. Dazu gibt es keine Aussage von Gibt es mir. keine Aussage? Nein. Die gibt es dann nach dem Interview privat. Auch das mache ich nicht. Machst du nicht? Nein, weil alles das, was es wäre unseriös, jetzt über einzelne Werte zu sprechen, denn du weißt, das Bankwesen, das Finanz- und Investmentwesen ist extrem reguliert. Und das Problem ist, alles, was ich jetzt dazu sagen würde, irgendwelche Unternehmen jetzt in den Fokus stellen, das könnte man mit einer Beratung gleichsetzen. Das werde ich natürlich nicht tun. Einfach weil es erstens eine viel stärkere Analyse also mal benötigen würde, um zu wissen, ob das für dich überhaupt ein richtiges Zielinvestment ist. Und mit drei Aktien kommst du sowieso nicht weit. Ja, also es gibt natürlich Menschen, die sind mit drei Aktien Milliardär geworden. Ja, das war allerdings noch vor vielen, vielen Jahren und zu Zeiten, als es manche Unternehmen wie Apple, Google, Amazon noch nicht mal in die Indizes geschafft haben. Ja, und schau sie dir heute an. Ja, also wir Ja klar, das ist die nächste Frage halt, die ich dann habe, wenn ich sowas sehe. Wie viele Apple, Googles und Microsoft-Firmen gab es denn damals? Es gab vielleicht Tausende und die anderen kennt kein Mensch, weil die haben es ja nicht gepackt. Naja, das ist natürlich auch immer die Frage, wie hast du, ja, wie will ich mal sagen, du brauchst einerseits natürlich die Vision. Ne? Denk an Bill Gates, ja. Bill Gates hat damals gesagt, er möchte, dass jeder Mensch da draußen mit einem PC arbeiten kann. Ja. Und da haben die sich im Prinzip dran entsprechend orientiert. Ja, da stand am Anfang die große Vision. Da stand nicht da drin, ich will mal der reichste Mensch der Welt werden. Ja, der Jeff Bezos, genau dasselbe. Ja, oder guck dir Elon Musk an. Ja, das sind alles Menschen, die viel größere Visionen haben als das, was das Unternehmen aktuell leistet. Und sie arbeiten hart daran. Wenn du an Steve Jobs denkst, ja, über den wurden natürlich jetzt die meisten Filme gedreht in den letzten Jahren, was der für eine Leidensgeschichte hinter sich hat. Ja, jetzt kann man durchaus der Meinung sein, dass der menschlich seine Schwächen hatte, aber praktisch ein Unternehmen aufbauen, aus dem Unternehmen rausgeschmissen werden, wieder ins Unternehmen rein, das aufbauen, regelmäßig mit entsprechenden Innovationen in den Markt gehen, Verdrängungswettbewerb gewinnen, ja, und eine Marke setzen, die weltweit so einzigartig ist wie Apple, das erfordert wahnsinnig viel Energie. Ja. Das sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Du musst bereit sein, diese Energie aufzuwenden. Und eine übergeordnete Vision haben. Definitiv. Also wer keine Vision entwickeln kann, der wird relativ schnell an seine Grenzen stoßen, weil er nichts sieht, was irgendwie besonders erstrebenswert ist und weit über den eigenen Horizont reicht. Ja, ich kriege sehr oft E-Mails und Fragen von jungen Leuten, gerade so zwischen 17 und 21, würde ich es mal sagen.
Und die fragen mich immer, was sie machen sollen. So, soll ich studieren? Soll ich irgendwas so Immobilien direkt anfangen? Brauche ich überhaupt ein Studium? Soll ich eine Ausbildung in die Immobilienrichtung machen oder nicht? Gerade solche jungen Leute, die mir das häufig fragen, was würdest du denen raten? Würdest du sagen, hey, find mal eine Vision? Und dann, ja, wie finden die eine Vision? So, die können ja nicht einfach sagen, okay, ich setze mich jetzt mal eine halbe Stunde hin oder 3 Wochen und baue eine Vision. Oder wie läuft sowas ab, aus deiner Sicht? Puh, also ich glaube einfach um Visionen entwickeln zu können, musst du schon mal so ein bisschen Unternehmergeist haben. Und dann musst du schon mal ein Gefühl dafür haben, was hast du für Talente und willst du die verwerten? Ja? Ich glaube, Menschen, die solche Fragen stellen, was soll ich machen? Ja? Die tun mir ehrlich gesagt furchtbar, furchtbar leid. Weil entweder ist es über das Elternhaus nicht gelungen, die jungen Menschen schon mal so ein Stück weit zu begleiten, in der Möglichkeit herauszufinden, wofür sind sie denn eigentlich gemacht? Ja, haben sie bestimmte Fähigkeiten, Fertigkeiten, haben sie bestimmte Talente, mit denen sie auch für die Zukunft irgendwas Sinnvolles anfangen können? Oder was hat eigentlich dazu geführt, dass die noch nicht mal ansatzweise eine Vorstellung davon haben, wo die mal hinwollen? Klar, ich meine, ich habe mit 16 Jahren meine Ausbildung im Maschinenbau gemacht und habe festgestellt, das ist es nicht. Ja, okay, ich habe das Ding trotzdem bis zu Ende gebracht, weil ich vom Elternhaus mitbekommen habe, bring zu Ende, was du anfängst. So, also habe ich diese Ausbildung zu Ende gebracht, aber ich wusste, das wird es nicht werden. Okay, dann habe ich aber nochmal eine neue Ausbildung angefangen. Und das ist es nicht, weil das irgendwie vor 30 Jahren war, dass es das heute irgendwie anders wäre. Ja. Ich glaube allerdings, dass die Auswahlmöglichkeiten heute viel größer sind. Wichtig ist, glaube, aber das fängt schon mit 14, 15, 16 an, dass die jungen Menschen mal den Blick darauf lenken, welche Möglichkeiten für künftige Berufsgruppen gibt es eigentlich. Ich habe mal ein Interview gehört mit dem Richard David Precht. Ich weiß nicht, ob der was sagt. Nee, sag mir jetzt noch nichts, ehrlich Ist gesagt. ein deutscher Philosoph. Er hat mal gesagt, eine Menge Berufe, die unsere Kinder in der Zukunft mal ausüben werden, die sind heute noch gar nicht erfunden. Mir gibt's noch gar nicht. Aber wenn du den erfindest, dann läuft's richtig. Ja, so. Und wenn du dir mal anschaust, ich habe in den letzten Jahren eine Menge Menschen getroffen, die sich mit dem Thema Online-Marketing beschäftigt haben, die sich mit dem Thema Amazon FBA beschäftigt haben, die sich mit dem Thema Dropshipping beschäftigt haben. Ganz ehrlich, Fabian, dafür brauchst du keine Ausbildung. Dafür musst du interessiert sein am Thema und dann musst du dir alles an Wissen organisieren und besorgen und meinetwegen auch auf richtige Seminare gehen, die richtigen Bücher lesen, aber vor allem das richtige Mindset haben. Wenn das alles stimmt, dann kannst du dich schon mit 17, 18 auf den Weg machen und Amazon FBA extrem erfolgreich und auf den Weg bringen. So. Ist das für jeden ein Thema? Aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. So. Ich habe im November auf einer Veranstaltung einen 13-jährigen Jungen kennengelernt, der einen Podcast hat für seine Mitschüler zum Thema Mindset. Ey, da fiel mir echt nichts mehr ein. Der Typ war genial, ja. Mit 13 macht er für seine Mitschüler einen Mindset-Podcast. Also der hat meine Hochachtung. Fand das großartig, dass es jemanden gibt, der in dem jungen Alter schon so weit denkt und sagt, viele meiner Mitschüler brauchen einfach noch ein bisschen mehr Zeit, um sich zu orientieren, aber denen will ich auf dem Weg dabei helfen. Und anstatt permanent nur vor YouTube rumzuhängen und sich irgendwelche schwachsinnigen Videos anzugucken, was nicht heißt, dass nicht viele YouTuber guten Content liefern, aber es gibt eine Menge anderen Blödsinn, wo die Kinder und Jugendlichen ihre Zeit verschwenden. Ja, sollten die sich mal Gedanken machen, wo finden die denn wirklich guten Content? Auf YouTube gibt es durchaus guten Content auch, klar, Ja, aber deswegen nicht sag, nur. es gibt in allen Bereichen, es gibt auch eine Menge blödsinnige Podcasts, ja, es gibt eine Ja. Menge Die haben die blödsinnige meisten Downloads übrigens, die Blödsinnigen. Ja, okay. Platz 1, 2, 3. Das muss mal gucken. Manchmal sind irgendwie Business-Podcasts ganz oben, aber die Ja. langfristig auf 1, 2 und 3 sind Ja. das.
wir sollten uns da jetzt die Kommentare dazu schenken. Ja, okay. Aber das ist das, was ich meine. Weißt du, wo holst du dir eigentlich deine Inspiration? Ich finde zum Beispiel, dass viele Jugendliche heute irgendwie total verlernt haben, coole Bücher zu lesen. Das Buch, was du mir gerade gezeigt hast, okay, das kannte ich noch nicht, aber es gibt eben zum Beispiel, mein Sohn liest jetzt gerade Rich Dad Poor Dad. Das habe ich dem jetzt verordnet. Ich sage, du liest jetzt dieses Buch, ja, und mach dich mal schlau, wo du mal hin willst. Ja, so. Der sieht zwar bei mir, wie es funktioniert, aber ich erwarte nicht, dass er in meine Fußstapfen tritt. Aber ich erwarte, dass der sich eine Meinung bildet, wo der in seinem Leben mal finanziell hin will. Wie alt ist er jetzt? Der ist 15. Ja. Findet das genau das richtige Alter, um sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Aber auch das gehört dazu, wie du als Eltern deine Kinder förderst. Ja, und da sind wir wieder bei der Ursprungsaussage, in welchem Umfeld lebst du denn? Ja, es gibt natürlich viel zu wenig Menschen, die, wie will ich mal so sagen, auch Umgebungen schaffen, wo jemand, der vielleicht ein schwächeres soziales Umfeld hat, trotzdem Orientierung findet. Unser Schulsystem ist dafür überhaupt nicht ausgelegt, leider. Ja. Ein Teenager kann nichts dafür, wenn sozusagen er in einem sozial schwachen Umfeld aufwächst. Das muss man so sagen, ja. Aber wo findet dieser junge Mensch jetzt eigentlich eine Orientierung? Sein Leben läuft in seinem persönlichen, privaten Umfeld ab und der hat wahrscheinlich immer den Eindruck, der kennt gar nichts anderes. Ja, das Leben läuft genau weiter. Auch für ihn ist das schon vorgeschrieben. Ja, aber wo findet jetzt ein junger Mensch eigentlich den Ausweg, sich mal zu orientieren? Und da sind wir bei solchen Sachen. Guck mal, dein Podcast, mein Podcast, wir sind da draußen und liefern kostenlosen Content. Ja, den muss man sich auf jeden Fall reinziehen. Man muss da nichts bezahlen für. Du kannst es anhören und kannst die Inspiration holen. Ja, und kannst vor allen Dingen lernen, auch anders zu denken. Also unterstützt du die Aussage, jeder Mensch ist immer der Durchschnitt von den 7 Menschen, mit denen er die meiste Zeit verbringt? Okay, ich kenne das mit den 5 irgendwie so. Also Du mach bist der mal Durchschnitt der fünf. 5 Menschen, Ja, okay, mit mach dem mal du Zeit fünf. verbringst. Ja. Ist aber eigentlich egal, ob das 7 oder 10 Mach mal oder 5 fünf. sind. Ich glaube ja. Ich glaube, das stimmt. Ich glaube, vielleicht ist es für dich auch so. Bei mir war es auf jeden Fall so, es verändert sich auch das Umfeld, wenn du dich entscheidest, in bestimmte Richtungen zu gehen. Nichtsdestotrotz sollte es eine bewusste Entscheidung sein, wenn du weiter willst. Ja, also bleiben wir wieder bei dem sozial schwachen Umfeld. Das soll jetzt nicht für alles herhalten, aber wenn du da meinetwegen zu der Erkenntnis kommst, du willst da raus, dann ist der nächste Schritt, such dir Menschen, die woanders sind. Such dir Menschen, an denen du dich orientieren kannst, die für dich vielleicht sogar schon so eine kleine Vorbildwirkung haben. Und das müssen nicht mal Menschen sein, die mit dir Zeit verbringen. Das können Menschen sein, mit denen du Zeit verbringst. Da sind wir wieder am Thema Podcast, wo du einfach nur zuhörst. Was haben diese Menschen zu erzählen? Es gibt einen anderen schönen Spruch, den finde ich sensationell. Wenn du der klügste Mensch im Raum bist, bist du im falschen Raum. Das heißt also, wenn dein Umfeld nicht beibringt, dann solltest du dir ein Umfeld suchen, wo du lernen kannst, wo du dich kannst. Die Frage ist natürlich, hast du erstmal die persönliche Erkenntnis, dass du das jetzt willst oder dass du das jetzt brauchst? Jetzt kann ich mal ganz kurz ein Beispiel rausbringen, wie es bei mir gerade so ist. Also ich habe schon echt viele Leute, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe. Die haben echt richtig viel Vermögen teilweise. So schon Top 100 Deutsches ist einer dabei zum Beispiel. Das ist schon krass, finde ich. Und jetzt sehe ich das und mir kann es halt einfach nicht schnell genug gehen. So. Ich will halt auch irgendwie so richtig krass mein Ziel erreichen. Das mit den, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, 14.000 netto aus passiven Einkommensquellen. So mein Ziel für die nächsten 4 Jahre, will ich das haben. Und ich will es aber eigentlich so schnell halt alles und am liebsten morgen direkt. Deswegen habe ich gedacht, okay, du kannst mir zeigen, wie ich es in einem Jahr schaffe. Nee, Das machen wir hier, mein Lieber. Das machen wir jetzt nicht hier in dem Video. okay, Ja? machen wir extra. Alles klar, machen wir extra. Okay, Fühl dich dann. herzlich eingeladen für eine Privatsession. Super, dann bedanke ich mich für die Privatsession auf jeden Fall. Dann gibt es noch irgendwas, was du,
der Zuhörerschaft mitgeben willst, oder? Naja, also für die, die sagen, so ähnlich wie du, die finanziell eine Weiterentwicklung anstreben, die sagen, ich will mal irgendwo hinkommen. Und da ist es übrigens völlig egal, ob das jetzt ein Vermögen über Aktien ist, ein Vermögen auf dem Schiff oder ein Vermögen über Immobilien. Das ist völlig nebensächlich. Einfach für jeden, der sagt, möchte überhaupt erstmal wissen, welche Fragen muss ich mir stellen rund um das Thema Finanzen, den lade ich gerne in meinen Podcast ein. Richtig reich heißt der. Und es geht nicht nur um Geld, sondern um Geld zu haben, musst du vorher ganz viele Dinge richtig machen. Vor allen Dingen, du musst deinen Kopf einstellen. 80% unseres Erfolges entstehen im Kopf. Der Rest ist Umsetzung und natürlich auch Durchhaltevermögen, Energie. Ja, und das, glaube ich, kann eine ziemlich entspannte Einstiegsmöglichkeit für jeden sein, der sagt, ich brauche einfach in Bezug auf mein Mindset ein paar Impulse, ein paar Ideen. Ansonsten glaube ich, losgehen ist das, was zählt. Wir können stundenlang über Theorien diskutieren, wir können uns ausmalen, wie schön die Welt auf der anderen Seite sein kann, wenn wir es nicht machen. Wenn wir nicht losgehen, wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir die andere Seite erreichen, dann bleibt das irgendwie immer nur eine Theorie. Man muss halt einfach mal anfangen. Von So ist nichts das. kommt nichts. Und dann seine Erfahrungen optimieren und beim zweiten Mal besser machen alles. Und immer, immer besser werden, keine Fehler zweimal machen. Genau, ordentlich lernen auch draus. Und am besten die Fehler von anderen vermeiden, indem man sich informiert, was es für welche gab, und dann direkt bei Level 10 einsteigen, anstatt 1 bis 9 Fehler zu machen. Ich glaube, Level 1 bis 9 sind auch in Ordnung. Du kannst halt nur versuchen, die etwas schneller zu absolvieren. Ja, also ich mache das Beispiel gerne, also das ist ein Beispiel gerne, ist Quatsch. Also wenn ich mir meinen Sohn angucke, der zockt natürlich auch gern mal so ein bisschen PlayStation und hat da so hier, keine Ahnung, wenn ich mal in sein Zimmer komme und er sagt, ich kann das, geh raus, geh raus, geh raus, ja, ich bin ja gerade schwer am Leveln. Ja, wenn ich mich jetzt, ich sag's mal, einen ganzen Tag daneben setzen würde und der würde, keine Ahnung, in was für einem Spiel auch immer, 10 Level schaffen, dann weiß ich, dann hat der Level 1 bis 9 mindestens 2 bis 3 Mal wiederholt. Ja, weil irgendwie knallst dich immer raus. So. Ich könnte mich jetzt daneben setzen und mir das den ganzen Tag angucken. Ich könnte trotzdem nicht bei Level 10 einsteigen. Irgendwann schafft das, ne? Ja, ich müsste Level 1 bis 9 auch durcharbeiten. Ich könnte sehen, wo hat es ihn bei Level 3 und bei Level 7 oder bei Level 8, wo hat es ihn rausgeschmissen aus dem Spiel? Und das könnte ich mir versuchen zu merken und ich könnte versuchen, da diese Fehler zu vermeiden. Aber ich muss durch dieselben Level durch. Ja, Du geiles kannst nicht Beispiel. bei 10 Millionen einsteigen. Das geht nicht. Geiles Ja? Beispiel. Ja. Okay, Okay. super. Dann vielen Dank für deine Zeit und die Mehrwerte, die du meiner Community und mir geliefert hast. Deinen Sehr gut. Podcast verlinke ich, je nachdem, wo du es anhörst, lieber Zuhörer, in den Shownotes von dem Podcast oder unter dem YouTube-Video. Und dann bis bald, ne? Lieber Fabian, danke nochmal für die Einladung, dir eine coole Zeit und viel Erfolg bei allem, was du vorhast. Ja. Ebenso, ebenso. Ciao. Ciao.